Flachsfasern plus 12,3%. Nee, deswegen haben sie ja genommen. Fällt mir gerade auf. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Ja. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben. Dorthin. Ja, meine, wir brauchen für Biologen. Beachten Sie, Warnung, beachten Sie. Forschungswaren fehlen. Okay. Kommen wir uns später dann auch wirklich drum. Kriegen nicht eh wieder Geld, weil wir nicht mehr genügend Geld haben. Okay. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Eine reine Finanzspritze könnte sein. Okay, neue Gebäude. Titanmine, Ionenschweißer, dafür brauchen wir die Titanmine. So, das Titan aus der Titanmine. KNS-Bohrer produziert Mondeis. Mondeis. Produziert Sauerstoff. Rausholen und erstmal verbinden. Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Selbst kleinste Meteorpartikel können ihrer Kolonie großen Schaden zufügen. Energieschilde verhindern das. Soweit war ich auch schon. 21 Mondeis. Hier können erst wieder Mondraum. Mondkruste. Sektoren produzieren sie nach und nach kleine Mengen an Magnetit. Rohstoffe werden lokal eingelagert und dann abgeholt und ihrem Bestand hinzugefügt. Warnung. Einstellen weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Magnetit, okay. Produziert pro Minute Titanplatten.
bekommen wir dann hier als nächstes Kriebsammler. Produziert pro Minute seltene Erden. Die brauchen wir, um bionische Erweiterung zu produzieren. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Bilden Sie Astronauten aus und schicken Sie diese zur Orbitalstation. Ingenieursinstitut. Solaranlage bietet Energie und dann halt das Transportlogistikunternehmen. Okay, dann holen wir uns mal den Ionenschweißer. Die Frage ist allerdings, wie viel Titan produzieren wir pro Stunde, pro Minute? Genauso viel, wie wir brauchen. Haben wir auch mehr Leute? Ich würde Ihnen Leute alles zeigen, aber es gibt kaum was zu sehen. Brauchen die auch, okay. Viele Leute haben wir nicht. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Wofür brauchen wir Sauerstoff? Sauerstoff brauchen wir wahrscheinlich dann. Für das Überleben ihrer Astronauten sind sie von entscheidender Bedeutung. Meine Eingabe 2. Produktionsprobleme sind die Leute, okay. Ich verstehe. Weichen wir das Ganze? In diesem Sektor befindet sich die erste Kolonie, die den Vorgaben des Mondlizenzierungsprogramms entspricht. Kein Grund zur Klage. Vergessen Sie aber nicht unsere gute alte Erde. Um Ihre Monderträge runterzuschicken, müssen Sie weitere Landeplätze für Frachtshuttles errichten. Space Shuttle dockt an. Ist ja schon fast ausreichend. So, jetzt. Optimieren Sie Ihre Wirtschaft mit kleinen Modulen, die die Unterhaltskosten ihren Land verringern. Aufbau Energiewartung. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. So. Zack. Dann weichen wir das ganze Schild. Da ist doch noch einiges auf dem. Arbeitskräfte brauchen wir selbstverständlich. Warnung, zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Scheiße.
Also, ich das jetzt hier was gerade? Wollen Sie? Nano. Motoren. Überschuss. Das bringt uns nichts. Ja, kommen Sie rein. Was gibt's? Produzieren wir hier vielleicht was? Aluminium, mal gucken. Arktis, Aluminium. Teiltransferroute. Arktis, Aluminium. Das ist die Quelle. Das ist das Ziel. Plus von 52. Boah, es ist halt auch wieder total sinnlos. Ja, kommen Sie rein. Was gibt's? Die Superlegierung. Ja, definitiv. Die Route ist registriert. Verkaufsorientiert, sales oriented. Erfolgsliste aktualisiert. Nice. Neue Transferroute aktiv. Hervorragend. So ein kleiner Tropfen auf dem weißen Stein, aber. Wenigstens schon mal ein Anfang. Einfach mehr Leute brauchen. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Aber das macht mir nichts aus. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Wieder schon seit längerem, oder? Meint. Warten lassen auch mal das hier. Nee. Hier. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Self. Gut, oder bloß hier? Stimmt. Das ist ja wieder. Das bisschen Geld dann wieder rausgeht.
Stufe, Quantenfeld erhöht. Warenkapazität, okay. Wie viel haben wir denn hier? 42. Und wir brauchen nicht mehr viele. Zwei Angestellte nicht mehr. Zwei, drei, das ist schon wenig. 48. Neuer Ort, gleiche Arbeit, wie überall. Jetzt aber. Es ist erstaunlich, wie groß ihre Kolonie in so kurzer Zeit geworden ist. Folgende Baupläne erhalten. Orbitaler Raumhafen. Was können wir denn jetzt? Was brauchen wir dafür? 25 Tarnplatten. Easy. Achtung! Konvoi mit nicht identifizierten Fahrzeugen hat Sektorgrenze passiert. Hallo. Können Sie mich hören? Bitte melden. Ich bin Sandra Haynes. Tut mir leid, dass ich in Ihr Gebiet eindringen muss, aber wir haben wohl den gleichen Feind. Ich spreche für die Luna Excavation Corp., sofern Sie diese immer noch anerkennen. Ja, ja, die Schafe eilen zu denjenigen zurück, die Sie früher geschoren haben. Aber Vorsicht, die Wölfe sind schon an der Tür. Okay. Hören Sie zu. Ich sollte das vertraulich halten, aber Sie sollten wissen, dass einige Angehörige der LEC heimlich zur Erde geflohen sind. Die Global Union hat keine angemessene Lösung gefunden, also wurden sie in die Protektorate der Arktis gebracht. Und nun bin ich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass Drake mit einer Flotte Schlachtschiffe unterwegs ist, um sie auszulöschen. Bitte, Sie müssen einschreiten. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Das wäre ein gutes Geschäft. Okay. Magnetie. Schön, Sie zu sehen. Ich habe ein Angebot von Cassian Industries für Sie. Haben Sie Lust, nach den Sternen zu greifen? Ja, wir brauchen das Magnetit, deswegen greifen wir nach dem Stern. Der Mond ist voller Meteoritenkrater. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxcom eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Ist das so? Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Objekt für uns die Meteoriten. Eben hier irgendwas gesehen und ich. Ja. Das könnte jetzt dauern. Von 6. Wenn man die Zahnplatten mit, kann man
immer gebrauchen. Einen brauchen wir noch. Da. Ihre Diskretion ist zufriedenstellend. Cassian dankt Ihnen dafür. Zufriedenstellend. Okay. Schön, Sie zu sehen. Hätten Sie vielleicht Interesse an einem Auftrag für Cassian Industries? 2 von 5. Produktionsüberschuss von 300 Arbeitskräften. Mal ein freundliches Gesicht. Ah, ein Händler. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wo der Händler ist. Wie ist die Mission? Verteidigungsministerium. Diese Terroristen sind eine Gefahr. Und nicht nur für uns. Krass, 200 Magnetit gibt das. Es gibt 10 Magnetit. Ich glaube, wir werden... Es ist halt die Frage, wie viele Schiffe man auf... Wie häufig man ein Schiff upgraden kann. Sie haben heute eine gute Tat getan. Schiffe 8 von 16. Das war weise von Ihnen. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein.